Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Heute will ich mir einen Mod anschauen und zwar geht es um den No-Tell Motel Expanded Mod und damit wird dieses Motel da, das du sicher schon kennst, erweitert. Ja, und wir werden uns auf jeden Fall mal anschauen, was da genau geschieht. Erstmal zeige ich dir, wo wir sind. Wir sind an dem Schnellreiseterminal Kabuki Central in Kabuki und das ist Watson. Ich mache mal Karte auf, damit du auch auf der Karte siehst, wo das No-Tell Motel eigentlich liegt. Ja, und von hier aus gehen wir jetzt los und schauen mal. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich habe den Mod installiert, was übrigens sehr einfach ist. Man muss ihn sich einfach nur bei nexusmods.com runterladen und dann in den entsprechenden Ordner packen. Und dann kann es auch schon losgehen. Also es ist wirklich sehr einfach. Link zu diesem Mod packe ich dir auf jeden Fall in die Box. Okay, also hier sind wir. Hier ist der Nebeneingang. Das ist ja soweit alles bekannt. Und wir gehen jetzt mal hoch. No-Tell Motel. Und es ging ja eben nicht weiter. Also irgendwann war hier Feierabend. Und das war hier nach diesem Typen, der auf der Stufe sitzt. Ja. Und hier geht es auf jeden Fall jetzt weiter. Ich weiß nicht, ob diese Etage schon mit dabei war. Bin ich sicher. Wir gucken mal, was hier für Räume sind. Ob hier irgendwas verändert wurde. Alles verschlossen. Hier ist auf jeden Fall alles zu. Also ich nehme mal an, diese Etage war hier schon nicht begehbar. Und jetzt gehen wir mal weiter. Wir können jetzt hier komplett rum. Also hier sehen wir auch schon so eine Stufe und das bedeutet, hier sollte man bestimmt nicht hinkommen. Hier ist auch nur so eine Folie, wie cool. Okay. Hier wird offensichtlich gerade renoviert oder so. Erklären wir uns das mal so. Und hier kann man auch aus dem Fenster gucken. Das ist sehr cool. Richtig geiler Ausblick hier von dem Hotel. Ah, finde ich schon klasse. Gefällt mir schon sehr gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist von den anderen Etagen aus nicht möglich gewesen. Aber gehen wir mal weiter und gucken, was wir oben finden. Weil hier ging es auf jeden Fall definitiv nicht weiter. Aber wie gesagt, dort wegen dieser Stufe, dort, die wir da gerade hatten, denke ich, dass wir da auch so nicht hinkamen. Hier ist alles zu. Hier ist auch alles sauber, ne? Also kaum sperrt man einen Bereich ab, gibt es kein Graffiti. Ja. Obwohl hier sieht schon wieder ziemlich vermüllt aus. Hier ist irgendwas passiert. Aber rein können wir hier nirgends. Also da wurde jetzt nichts dran verändert, weil dahinter auch keine Räume sind. Also insofern wundert mich das jetzt nicht besonders, dass der Mod-Autor jetzt hier nicht gerade neue Räume erstellt hat. Gehen wir mal auf der anderen Seite schauen. Da ist ein großes Hotel, ne? Sieht man gar nicht so von außen. Oh, hier ist was zum Öffnen. 12:37, also das ist definitiv eine neue Bude. Und wenn keine neue Bude, dann eine Bude, die hier... Ja, okay. Jetzt ist die Frage, gab es die Bude schon hier? Oder hat der Typ die jetzt hier reingepackt? Was haben wir denn hier? Bounce Back MK1. Also ist auf jeden Fall ein neues... Zimmer hier. Oder ein bestehendes, das schon da war, aber man nicht betreten konnte oder durfte. Weil das eben auf jeden Fall hier im abgesperrten Bereich liegt. Krass. Was haben wir denn hier? Nein. Okay. Sir John Fallowstiff. Ah, das war doch aber nicht die Bude hier von Stout, oder? Hatte das wahrscheinlich hier reingepackt, damit man sich den schnappen kann. Weil der nicht immer... zu bekommen ist. Ich weiß nicht, ob CD Projekt Red den ganz rausgenommen hat oder ob man den nur unter bestimmten Bedingungen bekommt. Aber jetzt kann man den hier, also wenn man den Mod installiert hat, offenbar hier bekommen. Also eine sehr coole Sache, wenn man den beim Meredith nicht bekommen hat.
Gehen wir mal weiter hoch und gucken mal, was hier ist. Also hier, denke ich, hat er auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Denn ich bin hier mal hochgeglitscht und hier war damals nichts. Also ich kann mich nicht erinnern, dass hier Automaten waren. Das ist übrigens auch ein Mod hier. Damit kann man die Arcade-Automaten dann wieder zum Laufen bekommen. Also so, dass man hier spielen kann. Netris, Panzer. Wenn du dir den Mod mal anschauen magst, ich packe dir den Link in die Box. Da kannst du das mal anschauen. Hier erkunden weiter, wie es hier aussieht. Also das mit den Zimmern hat mir auf jeden Fall schon gut gefallen. Wäre natürlich cool, wenn hier alle Zimmer irgendwie betretbar wären. Und wäre auch geil, wenn man da irgendwas machen könnte oder so. Also jetzt nicht, was ihr denkt oder so, ne? Also ich meine natürlich Schachspielen oder dergleichen. Aber wäre schon cool, wenn da irgendwie eine Interaktion stattfinden würde. Also jetzt nicht das, was ihr denkt. Ich meine jetzt irgendwie, keine Ahnung, rauchen, Kaffee trinken oder so. Und ja, das wäre cool. Das wäre cool. Aber ich denke, die Modder werden da auch immer kreativer. Und hier sind wir jetzt unterm Dach, auch mit einer super Aussicht hier, ne? Sieht schon cool aus. Reinigungsmaschine. Wieder ein paar Automaten. Sitzecke. Hier kann man Leichen verstauen, wenn man mal eine verstauen will. Also wenn man hier eine Mission hat in dem Hotel und muss zum Beispiel irgendwie eine Leiche loswerden, könnte man jetzt hier nach oben, glaube ich, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müsste die in den Müll. Aber genau sowas gefällt mir sehr gut. Ist jetzt kein Riesending, ja. Bringt jetzt keine neuen Funktionen mit rein oder sowas. Aber es erweitert halt die Möglichkeit, sich Night City anzuschauen. Und genau sowas gefällt mir, wenn halt mit der Zeit immer weniger Grenzen im Spiel drin sind. Also wenn man hier im Hotel ist, dass man eben einfach überall hinlaufen kann, ohne dass man von irgendeiner komischen, durchsichtigen Wand dran gehindert wird. Auch wenn da vielleicht jetzt nichts ist oder dergleichen. Ich finde es einfach cool, wenn man sich die Location anschauen kann. Schauen wir mal, ob sich bei den Bereichen, die man schon immer betreten konnte, irgendwas verändert hat. Also hier nichts, hier die Tür ist geschlossen, aber das war sie schon immer. Es ist für eine Mission. Gehen wir mal auf die andere Seite. Das ist alles verschlossen hier soweit. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Verschlossen, ja, und das war das Zimmer. Das war, glaube ich, das mit Dex. Aber da kommen wir jetzt nicht rein. Natürlich gibt es da andere Mods, um die Tür aufzumachen. Und dann kommt man da trotzdem rein. Ja, aber das kann man ja dann noch zusätzlich installieren, wenn man möchte. Ich gehe mal hier durch. Hier ist auch ein Zimmer. Ich wette, mich hast du hier nicht erwartet. Okay. Verstehe. Dieser Char hier, diese Wii, ist das ein Wii, ist das ein Er oder ist das ein Sie? Diese Wii hier, die hat definitiv hier noch was offen. Und ich könnte jetzt mit Meredith hier quatschen, schnacken. Schauen wir mal, ob wir hier was sehen. Machen wir mal hier eben Licht an. Ja, aber das will ich jetzt gar nicht. Und was jetzt? Ja, nichts was jetzt. Hier liegt nur dieser komische Schlagstock. Und hier ist noch ein Splitter, aber das will ich mir jetzt eigentlich gar nicht geben. Du rennst weg? Unglaublich. Nein, ich renne nicht weg. Ja doch, ich renne weg. So, okay, dann ist das gefailt jetzt hier. Meredith ist jetzt auf jeden Fall ziemlich sauer, weil wir sie da auf dem Bett haben sitzen lassen. Das findet die uncool. Aber gut, da muss man dann vielleicht mal durch. Aber trotzdem richtig fein, dass man sich jetzt hier im gesamten Motel bewegen kann. Das ist auf jeden Fall super hilfreich für die Immersion. Sowas ist richtig genial. Wie gesagt, es wäre noch cool, wenn es mehr Zimmer gäbe. Und es wäre cool, wenn man da auch was tun könnte. In einem Joy-Toy reinpacken, in dem anderen vielleicht irgendwie eine Kulisse bauen oder so. Das hätte schon was. Das war die kleine Erkundung durch das No-Tell-Motel. Wie gesagt, ich finde sowas auf jeden Fall richtig genial, wenn solche Grenzen halt entfernt werden und man solche Location sich mal etwas genauer anschauen kann. Ja, Tschum, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.